Sehr schön. Jetzt brauchen wir den Puffer hier für das Zeug. So, Fairy Lies. Und dann nehmen wir mal mit die Schaufel, die ich nicht mehr habe. Stein. Stöcker. Lass mal alles hier. Und sammeln Zeug. So. Das ist gar nicht cool. So, Moment. Was haben wir noch so alles? Ach, wenn die Schaufel zu nass ist, dann wird sie klitschig. Na gut. Okay, wir gehen zurück, bevor wir sterben. Ey, wie kalt ist das denn bitte hier? Bisschen übertrieben war das ja schon, ne? Plant. Schön. Melone. Essen. So, ausrüsten gleich. So, da haben wir wieder alles beisammen. Können bauen. Ein Backpack und eine Straw-Roll. Wir bauen... Sleepdog, genau, wir bauen erstmal ein Backpack. Genau, da packen wir dann sowas rein und... sowas und sowas und sowas und... ja... Nahrung bräuchte, das wäre nicht schlecht. Hier haben wir noch ein bisschen Manure, oder wie das heißt. Noch ein Setzling. Oh. Ah, habe ich drin, okay. So, kurz noch was fürs Gehirn. Und dann noch was für neue Beete. Oh, den nehme ich mit. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall die Sache, wo wir anfangen müssen, Setzlinge zu pflanzen. So. Und dann hier der ganze Spaß noch mitnehmen. Oh, das da oben will ich auf jeden Fall noch haben, alles.
Das will ich auf jeden Fall noch haben. So, den noch wegnehmen. So, dieses Mal 4 verbrauchen von der Schaufel, das heißt, wir so eine ganze Weile. Die ist noch eine ganze Weile intakt, die Schaufel. Und den noch. Ich kann eine ganze Menge basteln, deswegen bleibe ich mal hier gerade. Die Lachs zwischendrin verstehe ich gerade aber auch nicht. Na schade, ich darf nicht kriegen. So, bauen wir ein Lagerfeuer auf. Und dann kann's losgehen. Ich habe so Spaß hier einzusammeln. Ich hätte gern 5 von diesen normalen Dingern. Damit wir auf jeden Fall schon mal anfangen können dann später. Lasch mal noch. Super, damit kann ich jetzt auf jeden Fall gleich mal... Ach, das waren die Dinger. Ich habe jetzt die richtigen genommen. Die geben also eine Menge Feuer dazu, wenn man die Sträucher nimmt. Gut zu wissen. Tut mir leid, mein kleines Häschen. Oh, warte mal. Kann ich eventuell, wenn ich mir jetzt hier, Moment, eine Schaufel mache. Interessant. Bei der Nacht kann man die dann also töten. Und dann kommt Fleisch raus. Ich Idiot. So, okay. So, ein bisschen fürs Leben was. Wie viel kostet denn? Also, kann man schon mal zurückgehen. Bart wechseln ist auch langsam, das ist schon mal cool. Obwohl, cool, naja, es ist einfach da, ne? Er ist halt einfach da. Der Bart. Der Bart. Puff. Nehmen wir mit. So, Jungs, ich hab da ein bisschen Puff gemacht. Habt ihr. Sehr schön. Na, nimm mit. So. So. Ich würde auf jeden Fall jetzt gerne erstmal wieder eins machen. Da können wir noch eine machen. Jetzt fehlt uns Puff und noch einer davon. Okay. Kein Problem. Weg da, Vogel! Meine! Puff muss ich jetzt sowieso wieder sammeln. Heißt das jetzt eigentlich Puff? Ich weiß, Manu, ich weiß nicht, warum ich das Puff nenne. Es ist bei mir jetzt Puff, keine Ahnung warum. Es heißt jetzt bei mir Puff. Hashtag Puff. Für mehr Don't Starve. Das wäre meine Aktion. Hashtag Puff für längere Don't Starve Folgen. Oder für einen Don't Starve Marathon mal, keine Ahnung, sowas. Hashtag Poof und ich denke mir was mit Don't Starve aus. Wenn wir, keine Ahnung, 10-mal Hashtag Poof zusammen kriegen, dann denke ich mir was mit Don't Starve aus. Natürlich von 10 verschiedenen Personen.
Wir haben eine Aktion. Also okay, wenn wir, in den Kommentaren 10 von 10 verschiedenen Personen Hashtag Poof zusammenbekommen, dann denke ich mir was aus, wo mehr Don't Starve kommt, wie bei einem Marathon oder mal 2 Folgen pro Tag, ein paar Tage lang. Aber wenn ihr davon was wollt, dann Hashtag Poof. Wisst ihr Bescheid. Jetzt habe ich schon 1000 Mal gesagt, also mittlerweile dürfte es jeder gerafft haben. Ich habe mich auch die ganze Zeit ausgrabe. Renn ich halt nochmal überall hin. Ist ja Schwachsinn, das nicht auszugraben. Hallo. Ihr solltet uns auch langsam Sorgen ums Essen machen. Vorerst. Wenn wir die Kaninchen nachts töten können, dann sollten wir uns auch mal keine Sorgen ums Essen machen. Weil dann werde ich mich gleich wieder hierher setzen. Wieder in einem Lagerfeuer. Lagerfeuer. Und die Kaninchen hier killen. So. Alles mitnehmen soweit, was so irgendwie nicht die nagelfest ist. Tracks left my food. Keiner, was diese Dinger machen, ich weiß es bis jetzt ja noch nicht. Spinne! Wow. So, haben wir wieder ein bisschen Zombiefleisch bekommen. Sollen wir dann mal braten? Nicht so essen! Okay. Ah, guck mal, wie viel Zeug wir davon haben. Das ist richtig krass. So. Brauche wieder eine Schaufel gleich. Ich weiß nicht, ob die Rabbits dann irgendwann anfangen, sich wieder neue Höhlen zu graben, wäre auf jeden Fall cool. Also hungry, ja momentan geht's ja noch. Wir warten gerade darauf, dass die Rabbits sich schlafen legen. Ich hab einmal ein bisschen von dem Zeug hier wieder. Flup, flup, weil das so einen irren Schaden macht. Schaden vor allen Dingen. Einen irren Schaden hab ich, wenn schon. So, lass mal die Rabbits da mal laufen, die beiden, die bewegen sich hier nicht allzu weit fort. Die Spinne, ich weiß nicht, wer der Spinne ist, die ist irgendwie, die sind irgendwie so ängstlich im Feuer. Ich glaube, die haben Angst vor Feuer. Wäre cool, wenn sich die Vögel hinlegen würden, aber das machen sie eh nicht, die fliegen ja weg wahrscheinlich oder so, oder... So, gleich ist es soweit. Da schläft der Erste. Und da schläft der Zweite. Es tut mir ja sehr leid. Aber das muss leider sein. So. Ein bisschen hochgepumpt. So. Ich höre die Spinnen im Hintergrund auf jeden Fall. So.
Dann nehme ich mal noch zwei Samen zum Essen. Einfach um ein bisschen hochzukommen wieder. Da kommen zwei gehen noch. So viel haben wir momentan eh nicht an Farmen. So. Haben wir erstmal wieder eine recht stabile Lage hier und machen dann gleich runter. Wie kann ich mit dem bauen? Ich bräuchte noch 4 davon, noch 2 davon und noch 4 davon, damit ich mir noch 2 bauen kann. Wäre eigentlich so mein Ziel, 5 Stück zu haben insgesamt. Na gut. Von jedem noch 4. Mach mal von jedem noch 4. 1. Huch. 2. 3. 4. Dankeschön fürs Warten. Holz. Brauchen wir noch ein bisschen. So. Hier nochmal ganz kurz den ganzen Spaß ausgraben. So, das war noch weg. Okay, die Blumen wachsen wirklich nach, die waren nämlich vorhin nicht hier. Das ist schon mal sehr geil. Blumen wachsen nach, das ist sehr gut. Blumen wachsen nach, das macht mir Mut. Blumen wachsen nach, ja, Blumen wachsen nach. So, jetzt müssen wir nochmal hier ein bisschen gucken. Go for the Ace, okay. Hat er wieder seinen Trip hier. Eigentlich müsste es ja heißen go for the Scheiße. Go for the Scheiße, yay, for the Poof. Poof, 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 Hashtag Poof. Poof schreibt man übrigens P-O-O-F. Weiß nicht, ob, also wenn ich mir schon Worte ausdenke hier, dann müssen die auch so geschrieben werden, wie ich mir das ausdenke. It's getting late, wir müssen uns beeilen. So. Also noch mehr aufsammeln tue ich jetzt nämlich nicht. Das ist mir zu blöd. Obwohl, 2 nehme ich noch. Puff. Und wo ist denn eigentlich die andere große Bisonherde hin? Die hatten noch 2 große Bisonherden. Da ist er doch. Gebt mal euer Puff her. Ist schon süß irgendwie. Weg da! Meine. Ich sehe schon Schattengestalten. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, wie sie rumfleuchen. Keine Lust drauf, sag ich mal so. Einfach keine Lust drauf. So. Hier ist die andere Bisonherde.
Blumen ohne Ende, sehr gut. Na, nimm. So, oh, das ist wieder ein Samen. Den nehme ich natürlich auch mit. Das Buch lass ich mal liegen, das liegt da morgen immer noch da. Ich weiß nicht, ob die nur eine bestimmte Anzahl produzieren. Oder wenn man die lässt, ob dann irgendwann alles voll ist, das kann auch sein. So, ich bräuchte noch einen Blumen. Einen Blumen brauche ich noch. Ach, da ist so einen Blumen. Sehr schön. Sehr schön. Füllen wir wieder mal mit den Dingern auf. Oh, super. So. Wir haben sogar genau 40. So. Ich finde es doof, dass es abbricht, wenn du nicht genau triffst. So. Wieder. Ich hoffe, ich kriege hier noch alle platziert schnell. So, hier noch ein, da 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 noch ein. Na, da noch ein. Egal. Den Rest nehme ich dann für was anderes. Jetzt tun wir erstmal ganz kurz hier das Ding noch abernten. Dann setzen wir da auf jeden Fall einen Setzling rein. So, oh, ich wollte ihn eigentlich platzieren und nicht essen. Dann können wir die Aubergine mal kochen und essen. Dann können wir uns mal hier einen neuen... Ach, da fehlt jetzt einer. Okay. Na gut. So, da ist wieder einer. Und dann machen wir ganz kurz noch eine Farm, die platziere ich. Ich glaube, da muss ich den da erstmal rausholen. So, dann platzieren wir nämlich hier eine Farm. Und noch eine. Die wir natürlich auch gleich bepflanzen. Und dann gleich abernten. So, dann noch hier nochmal. Deine Seite nochmal. Und nochmal. Und dann nochmal. Oh. Blend. Und. Nochmal. Und wieder blenden. So. Jetzt haben wir jetzt drei verschiedene Früchte bekommen. Könnt jetzt alles kochen. Klack, klack und klack. Boah, die gibt richtig viel. Das war jetzt...